Der Erfurter Hauptbahnhof, zentraler Knoten des thüringischen Regionalverkehrs und seit 2017 auch wichtiger Knotenpunkt im deutschen Fernverkehr. Ein moderner Bahnhof, der vor allem durch seine einzigartige, sehr zweckgemäße Gleisbildgestaltung auffällt und von dem sowohl etliche Fern- als auch Regionalzüge in alle Himmelsrichtungen abfahren. In dieser Dokumentation stelle ich euch nach einem kurzen Einblick in einige Hintergründe um den Bahnhof den Zugverkehr im Fahrplanjahr 2021 ausführlich vor. Viel Spaß! Der Erfurter Hauptbahnhof ist der größte und auch der Innenstadt am nächsten gelegene Bahnhof in der 215.000 Einwohner starken thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Er liegt dabei wenige hundert Meter südlich des Stadtzentrums und ist von diesem sowohl bequem zu Fuß als auch per Straßenbahn erreichbar. Der Bahnhof selbst liegt dabei unmittelbar am sogenannten Gera-Flutgraben, einer künstlichen Umleitung des Flusses Gera um die einstige Stadtbefestigung herum. Der Haupteingang befindet sich auf der flussabgewandten Seite und mündet auf den Willy-Brandt-Platz. Im westlichen Bahnhofsteil wird der Bahnhof zudem von der Bahnhofsstraße unterquert, auf der auch die Straßenbahn verkehrt. Auf der Südseite gibt es ebenfalls einen Ausgang, von dem aus nach der Überquerung des Flutgrabens direkt die Schillerstraße erreicht wird. In der verglasten Bahnsteighalle, die erst seit einem grundlegenden Umbau des Bahnhofs einschließlich einer kompletten Umgestaltung der Gleisanlagen existiert, befinden sich drei Bahnsteige mit insgesamt 12 Gleisen. Kleine Anmerkung an dieser Stelle noch zum eben angesprochenen Bahnhofsumbau. In Zukunft wird es früher oder später auch noch ein Video über die historische Entwicklung des Erfurter Hauptbahnhofs geben, die in diesem Video nicht weiter beachtet werden soll. Wir schauen uns viel lieber an, wie genau man 12 Bahnsteigkanten an nur 3 Bahnsteigen unterbringen kann. Gleis 1 und 2 sowie 9 und 10 liegen in klassischer Anordnung an je einem Mittelbahnsteig und sind lang genug, um auch Fernzügen Platz zu bieten. Alle anderen 8 Gleise befinden sich alle an einem Bahnsteig, der in seiner Mitte bis zu 20 Meter breit ist und an dem 2 Durchfahrtsgleise liegen, die jeweils in die Gleise 3 und 3a sowie 8 und 8a unterteilt sind, die mithilfe eines Weichenkreuzes zu danebenliegenden Durchfahrgleisen auch wirklich als unabhängig und eigenständige Gleise genutzt werden können, nicht etwa wie beispielsweise in Köln oder Hamburg, wo ein Gleis lediglich mittels Sperrsignalen von mehreren Zügen besetzt werden kann. Hinzu kommen am Ostende die Stumpfgleise 4 und 5 und am Westende die Stumpfgleise 6 und 7. Und so schafft man es, 8 Gleise an nur einem Bahnsteig unterzubringen, wodurch sich der Umsteigeaufwand, insbesondere mit Gepäck, erheblich verkürzen lässt. Und wo wir gerade von praktischem Umsteigen sprechen, sei auf jeden Fall noch erwähnt, dass von allen Bahnsteigen auch direkte Abgänge in die Bahnhofstraße bestehen, wodurch auch zur Straßenbahn sowie einzelnen Buslinien ein kurzer Umstieg garantiert ist. Konkret verkehren hier die Straßenbahnlinien 1 Thüringen-Halle-Ried bzw. vom Montag bis Freitag weiter bis zum Europaplatz, 3 Urbicher Kreuz-Europaplatz, 4 Wiesenhügel-Bindersleben zum Teil nur bis Hauptfriedhof, 5 Hauptbahnhof Zoopark und 6 Steigerstraße-Ried, sowie die Buslinie 9, Daberstedt Nordbahnhof, 51 Urbicher Kreuz Möbisburg oder Molsdorf und 60 Urbicher Kreuz Möbisburg. Nordöstlich des Willy-Brandt-Platzes befindet sich zudem noch ein Busbahnhof, an dem etliche weitere Buslinien abfahren, unter anderem auch Regionalbusse nach Arnstadt, Weimar, Kranichfeld und Bad Berka. Aber wieder zurück zur Bahn, bei der wir noch kurz den Zulauf des Erfurter Hauptbahnhofs betrachten wollen. Unter anderem aufgrund der topografischen Lage gab es in Richtung Westen bis vor wenigen Jahren nur eine einzige Strecke, die sich dann erst in Neudietendorf bzw. Arnstadt weiter aufteilt und so die Strecken nach Eisenach, Suhl, Ilmenau und Saalfeld vereint und deshalb bis Neudietendorf dreigleisig ist. Seit Dezember 2017 kommt in diese Richtung auch die Neubaustrecke nach Bamberg hinzu,
die bis zum Erfurter Stadtrand noch neben der Strecke nach Neudietendorf verläuft und hier so einen fünfgleisigen Eindruck vermittelt. In Richtung Osten verlassen hingegen vier Strecken den Erfurter Hauptbahnhof. Zum einen jener nach Halle bzw. Leipzig über Weimar, Naumburg und Weißenfels, von der in Weimar die Strecke über Jena nach Gera abzweigt. In dieselbe Richtung verkehrt auch die Neubaustrecke ebenfalls nach Leipzig und Halle. Zwischen diesen beiden Strecken liegen die beiden eingleisigen Strecken nach Nordhausen und Sangerhausen, wobei jene nach Nordhausen bereits nach wenigen hundert Metern ihren Fahrdraht verliert, beide Strecken allerdings trotzdem die ersten 2 Kilometer parallel verlaufen. So manch ein Uninformierter hat sich sicher schon die Frage gestellt, was genau denn der Sinn einer scheinbar nur auf einem Gleis elektrifizierter Strecke haben mag. In Wahrheit sind es aber eben zwei Strecken, die sich dann ohne weitere Gleisverbindung aufteilen. Zudem gibt es jeweils von Nordhausen bzw. Sangerhausen kommend auch noch eine gemeinsame Verbindungskurve zum Erfurter Güterbahnhof bzw. zur direkten Weiterfahrt gen Weimar. Neben dem Hauptbahnhof gibt es in Erfurt noch die Bahnstationen Erfurt-Bischleben an der Strecke nach Neudietendorf, Fieselbach an der Strecke nach Weimar, Erfurt-Ost und Stotternheim an der nach Sangerhausen und Erfurt-Nord, Erfurt-Gispersleben und Kühnhausen an der nach Nordhausen. Sie alle wollen wir heute aber nicht betrachten. Nicht zuletzt, da über kurz oder lang über all diese Strecken Dokus geplant sind. Und damit jetzt genug der Vorgeschichte und willkommen zur Vorstellung des Zugverkehrs am Erfurter Hauptbahnhof. Wir starten mit dem Fernverkehr. Alle 2 Stunden findet in Erfurt der sogenannte ICE-Knoten statt. Es treffen sich dann um die halbe Stunde immer die ICE-Linien 11 Berlin-München und 28 Hamburg-München. Beide fahren von Erfurt ausgehend nach Berlin, jedoch im Fall der Linie 11 über Leipzig und in dem der Linie 28 über Halle. Tatsächlich treffen sich beide Züge in Berlin erneut und es besteht dann noch einmal ein Anschluss für Fahrgäste der Relation Leipzig-Hamburg. Aber zurück nach Erfurt. Die Linie 11 verlässt den Bahnhof zuerst in der Regel zur Minute 28 der geraden Stunde von Gleis 10. Sie erreicht Leipzig nach nur 42 Minuten und Berlin nach 2 Stunden und 3 Minuten. 4 Minuten später, zur Minute 32, folgt von Gleis 9 der Zug der Linie 28, der Halle nach nur 32 Minuten und Berlin nach 1 Stunde und 55 Minuten erreicht, womit kurz vor der Linie 11 dort angekommen wird. Die Fahrt bis Hamburg dauert 3 Stunden und 51 Minuten. Grobe Abweichungen von diesem Konzept gibt es nur morgens um 8:30. Dann fährt der ICE der Linie 11, der 8:28 Erfurt verlässt, weiter bis Kiel. Einen Zug der Linie 28 gibt es in dieser Stunde gar nicht. In der Gegenrichtung findet der Umsteigeknoten immer in der jeweils anderen, also der ungeraden Stunde statt. Die Züge der Linie 11 fahren auch in dieser Richtung zuerst ab, zur Minute 30 von Gleis 1. Die Fahrt macht einen ordentlichen Bogen und ergibt von Erfurt aus als Direktverbindung nach München keinen Sinn. Daher werden die Züge hier als solche nach Ulm angezeigt und angesagt. Die Fahrt bis Frankfurt am Main dauert 2¼ Stunden, die bis Stuttgart 3 Stunden und 40 Minuten und die bis Ulm 4 Stunden und 40 Minuten. Bis zum Endbahnhof München benötigen die Züge knapp 6 Stunden, das ist mehr als doppelt so viel wie die Linie 28, zu der wir jetzt kommen. Abfahrt in Erfurt ist zur Minute 32 von Gleis 1. Bamberg ist nach nur 45 Minuten erreicht, Nürnberg nach 1 Stunde und 18 Minuten und München nach 2½ Stunden. Der letzte Zug des Tages um 21.31 Uhr hält zusätzlich in Coburg und Erlangen. Beide Linien werden im Mischbetrieb mit ICEs der ersten und vierten Generation betrieben. Die ICE 1 bieten 703 Sitzplätze und sind bis zu 280 km/h schnell. Sie zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie als einzige ICE-Bauart einen gemischten Aufbau aus Abteil und Großraum besitzen. Daher bietet der neuere ICE 4 auch bei gleicher Wagenanzahl und in etwa gleichem Sitzabstand fast 150 Sitzplätze mehr und kommt auf 830. Dafür ist er aber 30 km/h langsamer, also nur maximal 250 km/h schnell. Die beiden Fahrzeugtypen werden auf beiden Linien im bunten Misch eingesetzt,
wobei auf beiden Linien im aktuellen Fahrplanjahr etwas mehr ICE 4 als ICE 1 verkehren. Natürlich bleibt es nicht bei diesem zweistündigen Fernverkehrsangebot auf den von Erfurt ausgehenden Strecken. Die Linie 28 ergänzt sich mit der Linie 18 zu einem reinen Stundentakt. Allerdings verkehrt die Linie 18 nicht über Halle, sondern wie die Linie 11 über Leipzig, wo sie sich dann mit dieser zum Stundentakt ergänzt. Abfahrt in Erfurt gen Berlin ist so ebenfalls zur Minute 28, allerdings eben in der ungeraden Stunde. Dabei verfügt der Zug um 11.28 Uhr über ein Zugteil nach Ostseebad Binz, wo man von Erfurt aus 6 Stunden und 9 Minuten unterwegs ist. Die Abfahrtszeiten in Erfurt in Richtung München liegen zur Minute 31 der geraden Stunde, wobei von Gleis 1 abgefahren wird. Im Gegensatz zu Linie 28 wird in Erlangen gehalten, dafür nicht in Ingolstadt. Der erste Zug des Tages um 6.31 Uhr hält auch in Coburg. Auf dieser Linie teilen sich ebenfalls ICE 1 und ICE 4 die Leistungen, es gibt aber auch zwei Zugpaare mit den nur 230 km/h schnellen ICE T-Triebwagen. Auch in Richtung Frankfurt am Main wird der Takt selbstverständlich weiter verdichtet, wobei anders als in München kein reiner Stundentakt entsteht. Zum einen gibt es hier die ICE-Linie 50 Wiesbaden-Dresden, ebenfalls im 2-Stunden-Takt. Sie verkehrt um eine Stunde versetzt zur Linie 11, verlässt allerdings Frankfurt am Main in einer um 5 Minuten späteren Trasse und hält zusätzlich in Bad Hersfeld und Gotha. In Erfurt ist sie daher erst zur Minute 38, sodass in dieser Stunde kein ICE-Knoten angeboten werden kann. Andersrum, von München kommend in die Linie 50 nach Dresden hingegen, kann trotzdem umgestiegen werden. Abfahrt in Erfurt nach Dresden ist dann immer zur Minute 40 der ungeraden Stunde von Gleis 10. Der Zielbahnhof an der Elbe wird in exakt 2 Stunden erreicht. In der Gegenrichtung wird immer zur Minute 17 in der geraden Stunde auf Gleis 1 abgefahren. Die Fahrt bis Frankfurt am Main dauert mit dieser Linie 2 Stunden und 20 Minuten. Die Direktverbindung zu Deutschlands größtem Flughafen dauert 2 Stunden und 40 Minuten und sie nach Wiesbaden 3 Stunden und 15 Minuten. Eingesetzt werden auf dieser Linie ausschließlich ICE-T-Triebwagen, in der Regel in Doppeltraktion bestehend aus einem 7-teiligen 411 und einem 5-teiligen 415. Immer in der Stunde, in der die Linie 50 verkehrt, verkehrt auch die Linie 510, die zwischen Frankfurt am Main und Berlin allerdings als Sprinter verkehrt und so nur in Erfurt und Halle hält. Abfahrt in Richtung Frankfurt am Main ist immer gut eine halbe Stunde nach der Linie 50 zur Minute 50 der geraden Stunde auf Gleis 1. Die Fahrt bis Frankfurt am Main dauert nur 2 Stunden und 6 Minuten. In der Gegenrichtung wird zur Minute 9 der ungeraden Stunde auf Gleis 10 abgefahren. In Halle ist man in nur 30 Minuten, in Berlin in einer Stunde und 47 Minuten. Auf dieser Linie teilen sich 7-teilige ICE-4-Triebwagen die Leistung mit 330 km/h schnellen ICE-3-Triebwagen. Insbesondere am Vormittag gibt es auf dieser Linie auch einzelne Taktlücken. Zum Stundentakt ergänzt sich die Linie 15 zwischen Erfurt und Berlin mit der Linie 29, ebenfalls ein ICE-Sprinter, der allerdings aus München kommt. Von dieser Linie ist allerdings im Fahrplanjahr 2021 aus diversen Gründen nur noch ein kläglicher Rest geblieben. Die einzige Direktverbindung Berlin-München in unter 4 Stunden wird nunmehr nur noch dreimal am Tag angeboten. Abfahrt in Erfurt ist um 7.45 Uhr, 9.47 Uhr und 19.47 Uhr. Alle anderen Fahrten machen zwischen Nürnberg und München einen Umweg über Donauwörth und Augsburg und benötigen so fast 3,5 Stunden bis München. Auch auf den anderen Abschnitt halten sie zum Teil öfter als früher, zum Beispiel in Coburg oder Bitterfeld. Ebenso wie auf der Linie 15 gibt es auch auf dieser Linie vormittags Taktlücken. Das führt dazu, dass die Sprinterverbindung Erfurt-Berlin, auf der sich beide Linien ja wie angesprochen ergänzen, vormittags über mehrere Stunden gar nicht und nachmittags im reinen Stundentakt angeboten wird. Auf der Linie 19 kommen auf den drei verbleibenden echten Sprinterzügen ICE-3-Triebwagen zum Einsatz, der Rest verkehrt mit ICE-T. Auch an das Nachtnetz ist Erfurt angeschlossen, so verkehrt täglich ein Zugpaar zwischen München und Hamburg mit Laufweg über Stuttgart, Frankfurt und Berlin. Hier kommen ICE-4-Triebwagen zum Einsatz. Nach jetzigem Stand voraussichtlich ab Juni
wird in Erfurt auch wieder einmal wöchentlich der Euronight Paris-Moskau halten. Zu diesen Zügen im Takt kommen insbesondere im morgendlichen Berufsverkehr einige Abweichungen und einzelne Zusatzleistungen. Erwähnt sei da beispielsweise der Intercity 1950 um 4 Uhr ab Erfurt nach Frankfurt am Main, der zusätzlich in Hünfeld und Schlüchtern hält und montags sogar bereits in Berlin startet mit Laufweg über Weimar. Die entsprechende Rückleistung erfolgt mit dem Eurocity 218 aus Graz in Südösterreich, der nach über 13-stündiger Fahrt um 19 Uhr in Erfurt ankommt. Freitags verkehrt stattdessen der Intercity 1957 Frankfurt-Leipzig über Weimar und Naumburg, der als Intercity 2 unterwegs ist und Erfurt um 18.37 Uhr erreicht. Am Wochenende gibt es all diese Fahrten nicht. Täglich und deutlich schneller nach Österreich verkehrt der ICE 93 Berlin-Wien, der Erfurt um 11.54 Uhr verlässt und die österreichische Landeshauptstadt in unter 6 Stunden erreicht. Hier verkehren ICE-T-Triebwagen. Außerdem gibt es freitags und sonntags noch den zusätzlichen Intercity 1959 Düsseldorf-Leipzig über die ehemalige Mitteldeutschland-Verbindung, ebenso den Intercity 1956 in der Gegenrichtung. Ebenfalls auf der Mitteldeutschland-Verbindung, und zwar sogar täglich, verkehren die drei Intercity-Zugpaare von und nach Gera, die in einem 6-Stunden-Takt angeboten werden. Abfahrt in Erfurt nach Gera ist um 8.44 Uhr, 14.44 Uhr und 20.44 Uhr, wobei letzterer samstags und ersterer sonntags entfällt. Die Fahrzeit nach Jena West beträgt 29 Minuten und die nach Gera 1 Stunde und 11 Minuten. In der Gegenrichtung verlassen die Züge Erfurt um 7.18 Uhr, 13.18 Uhr und 19.18 Uhr. Letzterer entfällt an Samstagen und fährt ohnehin täglich nur bis Kassel-Wilhelmshöhe. Für den 7.18 Uhr Zug hingegen geht es bis Köln, für den um 13.18 Uhr bis Düsseldorf. Bis Kassel benötigt man 1¾ Stunden, bis Paderborn 2 Stunden und 50 Minuten, bis Dortmund knapp 4 Stunden und bis Köln 5 Stunden und 22 Minuten. Wegen des nicht elektrifizierten Abschnitts Weimar-Gera verkehren die Züge mit Dieselloks der Baureihe 245. Erst in Gotha findet der Lokwechsel auf 101er E-Loks statt. Zwischen Erfurt und Gera sind diese Züge dabei mit Nahverkehrstickets nutzbar, aber dazu in Kürze mehr. Neben diesen im 6-Stunden-Takt verkehrenden Fernzügen gibt es zwischen Erfurt und Gera nämlich noch ein ganzes Bündel an parallelen Regionalzuglinien, die wir uns jetzt genauer anschauen wollen. Der Regionalexpress mit der Linie Nummer 1 durchquert einmal ganz Thüringen, denn er verbindet das niedersächsische Göttingen direkt mit dem sächsischen Glauchau, weil er im 2-Stunden-Takt verkehrt. Mit seinen 18 unterwegs halten, allein 5 davon nur auf dem letzten Abschnitt zwischen Gera und Glauchau, erinnert er damit stark an alte Interregio-Zeiten und stellt auch beachtliche Fahrzeiten auf. Nicht zuletzt, da sich die hier eingesetzten Dieseltriebwagen der Baureihe 612 das Prinzip der Neigetechnik zunutze machen. Diese 612er Triebwagen sind ca. 50 Meter lang und bieten 146 Sitzplätze. Anders als die meisten anderen Dieseltriebwagen bringen sie es in der Spitze nicht etwa nur auf 120 oder 140, sondern sogar auf 160 km/h. Auf dem RE1 werden bis zu 4 Einheiten eingesetzt, wobei ein Teil davon meist nur zwischen Gotha und Gera, zum Teil sogar nur bis Jena, verkehrt. Außerhalb des Berufsverkehrs trifft man meist Dreifachtraktion an. Die Züge in Richtung Göttingen verlassen Erfurt immer zur Minute 10 der geraden Stunde von Gleis 1. Gotha wird nach 18 Minuten, Mühlhausen nach 47 Minuten und Göttingen nach 1 Stunde und 40 Minuten erreicht. In der Gegenrichtung Gent-Glauchau wird zur Minute 52 der ungeraden Stunde auf Gleis 10 abgefahren. Weimar wird nach 12 Minuten erreicht, Jena nach 34 Minuten, Gera nach 1 Stunde und 3 Minuten, Gößnitz nach 1 Stunde und 34 Minuten und Glauchau nach 1 Stunde und 55 Minuten. Auf diesem Abschnitt wird er bis Schmölln durch den RE3 zum Stundentakt verstärkt, der dann nach Altenburg abbiegt und im Gegensatz zum RE1 einen Zugteil nach Greiz mitführt.
Der RE3 benötigt bis Altenburg 1:45 Minuten und bis Greiz 1:51 Minuten. Eben dieser RE3 wird dreimal täglich je Richtung durch die schon angesprochenen Intercities ersetzt, die dann dieselben Halte wie der RE3 bedienen, allerdings aufgrund der fehlenden Neigetechnik und der schlechteren Beschleunigung 7 Minuten länger benötigen. In Gera schüttet immer Anschluss an erst dort startende Züge nach Altenburg und Greiz. Alle nicht von RE1 und 3 abgedeckten Unterwegshalte bis Gera bedient eine Regionalbahn, die RB21, die alle 2 Stunden ab Erfurt verkehrt und dort immer zur Minute 16 der ungeraden Stunde abfährt. Bis Weimar benötigen sie 17 Minuten, bis Jena 36 Minuten und bis Gera 1:16. Einzelne Züge fahren darüber hinaus bis Gera Zwürzen. Damit verlässt die Linie Erfurt immer in etwa eine halbe Stunde zu den REs versetzt und weicht zumindest bis Jena nur um ein paar Minuten von der Fahrzeit der REs ab. In der Stunde, in der die RB21 nicht verkehrt, gibt es daher einen zusätzlichen Verstärker des RE3 bis Jena-Göschwitz. In der Regel mit nur einem einzelnen im Berufsverkehr auch mit 2 6-12ern verkehrt. So entsteht bis Jena in der Summe ein 30-Minuten-Takt. Nochmal zur RB21, die wie vielen wahrscheinlich schon aufgefallen ist, ganz anders aussieht als der RE1 oder 3. Denn sie ist Teil des Netzes der Elster-Saale-Bahn, das von der Erfurter Bahn mit Triebwagen der Baureihe 650 betrieben wird. Diese wollen wir uns aber erst später in dieser Dokumentation genauer anschauen. Wir blicken stattdessen lieber noch einmal auf den 30-Minuten-Takt bis Jena, der darüber hinaus bis Weimar sogar zum groben Viertelstundentakt verdichtet wird, da dort ein ebenfalls halbstündiges Linienbündel nach Naumburg verkehrt. Eine Linie davon ist die stündliche RB20, die wie der RE1 quer durch Thüringen verkehrt, allerdings in Eisenach startet und in Leipzig endet, wobei sie mit Ausnahme zweier S-Bahn-Halte in Leipzig alle Halte bedient. Abfahrt in Richtung Eisenach ist aufgrund der Rücksichtnahme auf etliche Fernzüge immer im Wechsel zu Minute 0 der geraden und zu Minute 5 der ungeraden Stunde in allen Fällen von Gleis 3a. Die Fahrzeit nach Gotha beträgt dabei konstant 21 Minuten und nach Eisenach 44 Minuten. In der Gegenrichtung wird zur Minute 1 von Gleis 8 oder 8a abgefahren. Weimar ist in 15 Minuten, Naumburg in 50 Minuten, Weißenfels in einer Stunde und Leipzig in 1:38 erreicht. Bis Naumburg entsteht ein grober 30-Minuten-Takt aufgrund der Überlagerung mit den Linien RE16 und RE17. Der RE16 fährt alle 2 Stunden von Erfurt nach Halle und wird bis Naumburg vom RE17 zum Stundentakt verstärkt. Die beiden Linien fahren zu Minute 36 ab Erfurt meist von Gleis 5. Der RE16 ist dabei jener Zug zur geraden Stunde. Naumburg ist bereits nach 45 Minuten, Weißenfels nach 55 Minuten und Halle nach 1:19 erreicht. Hinzu kommen im Berufsverkehr auf der RB20 einige Verstärker, die um 6:24, 15:24 und 17:24 ab Erfurt gen Eisenach fahren und ein paar Minuten länger benötigen, da sie unterwegs eine Fernverkehrsüberholung erhalten. Diese Verstärker sind in Erfurt meist auf den RE16 durchgebunden, wodurch durchgehende Fahrten von Halle nach Eisenach möglich werden. Die drei Linien werden alle von Abellio betrieben, weil Elektrotriebwagen des Typs Talent 2 zum Einsatz kommen. Abellio besitzt dabei sowohl 3 Teiler mit 135 Sitzplätzen, als auch 5 Teiler mit 225 Sitzplätzen. In einem Endraum gibt es dabei immer eine besondere Sitzanordnung. Auf der RB20 kommen meist 5 Teiler zum Einsatz, auf RE16 und RE17 sind es meist entweder ein 5- oder 2 Dreiteiler. Die Triebwagen sind 160 km/h schnell. Neben RE16, RE17 und RB20 betreibt Abellio allerdings noch 2 weitere Linien in Erfurt, die in Richtung Norden verkehren und bis Sangerhausen einen gemeinsamen Stundentakt bilden.
Es handelt sich um die beiden zweistündigen Linien RE10 Erfurt-Magdeburg und die RB59 Erfurt-Sangerhausen. Um einen reinen Stundentakt entstehen zu lassen, die Fahrzeit nicht unnötig zu strecken und dennoch alle Unterwegsbahnhöfe zu bedienen, werden etliche Stationen nur von einer der beiden Linien bedient. So hält der RE10 nicht in Erfurt-Ost, Etzleben und Bredleben. Dort hält nur die RB59, die dafür in Feuchtstädt und Oberröblingen durchfährt. Aufgrund der nötigen Zugkreuzung auf dem eingleisigen Abschnitt zwischen Sömmerda und Atern ist die Regionalbahn unterm Strich tatsächlich sogar 5 Minuten vor dem Regionalexpress in Sangerhausen. Abfahrt in Erfurt ist für beide Linien zur Minute 9 auf Gleis 5. Sömmerda wird nach gut 20 Minuten und Sangerhausen nach einer Stunde bzw. einer Stunde und 5 Minuten erreicht. Der immer zur ungeraden Stunde ab Erfurt verkehrende RE10 benötigt darüber hinaus bis Kloster Mansfeld 1 Stunde und 25 Minuten, bis Güsten 1 Stunde und 57 Minuten und bis in die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt 2 Stunden und 33 Minuten. Zu diesem stündlichen Konzept hinzu kommen im Berufsverkehr bis Sömmerda zusätzliche stündliche RB59-Verstärker, die dann bis dort einen Halbstundentakt herstellen. Die Züge der Linie RB59 verkehren wie die bereits vorgestellten Abellio-Linien mit den 442ern in der Regel als einzelner Dreiteiler. Der RE10 hingegen ist Teil des Dieselnetz Sachsen-Anhalt und verkehrt mit Lind 41 Triebwagen der Baureihe 1648. Ein solcher Triebwagen ist 140 km/h schnell und bietet 110 Sitzplätze. Wie bei den Thaler 2 gibt es in einem Endraum eine offenere Sitzlandschaftsgestaltung, allerdings in deutlich kleinerem Format. Auf dem RE10 sind in der Regel Doppeltraktionen zum Einsatz. Kommen wir zu einer weiteren Strecke nach Nordthüringen, nämlich der nach Nordhausen. Hier wird ebenfalls ein Stundentakt angeboten, wobei wie nach Sangerhausen etliche Halte nur alle 2 Stunden bedient werden. Alle Züge starten in der Regel zu Minute 2 auf Gleis 4. Zur geraden Stunde verkehrt ein RE55, der bis Straußfurt überall hält und so bis dorthin 25 Minuten benötigt. Zur ungeraden Stunde verkehrt ein RE56, der nur in Erfurt Nord und Ringleben-Gebesee hält und so bereits 5 Minuten früher in Straußfurt ist. Hinter Straußfurt hält dann der RE56 überall und der RE55 nur noch in Greußen, Sondershausen und Wolframshausen. Bis Sondershausen herrscht so eine konstante Fahrzeit von 53 Minuten. Die Reise bis Nordhausen dauert mit dem RE55 1 Stunde und 13 Minuten und mit dem RE56 1 Stunde und 18 Minuten. In den Tagesrandlagen gibt es auch Züge, die auf der gesamten Strecke überhalten. Von April bis Oktober 2021 verkehrt wegen der Modernisierung der Strecke zwischen Sondershausen und Wolframshausen der RE55 nur bis Sondershausen und der RE56 nur bis Hohenebra-Ort. Zum Einsatz kommen hier Triebwagen der Baureihe 642, auch bekannt als D0 Classic, mit 120 Sitzplätzen und einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h, in der Regel in Einfachtraktion. Bis Kühnhausen nutzen die Züge der Linien RE2 und RB52 dieselbe Strecke wie RE55 und 56. Der RE2 verbindet im 2-Stunden-Takt Erfurt mit Kassel, wie der RE1 über Bad Langensalza und Leinefelde, allerdings über Döllstedt und mit mehr unterwegs halten, sowie darüber hinaus ohne Neigetechnik. Abfahrt in Erfurt ist immer zu Minute 33 der geraden Stunde auf Gleis 2. Mühlhausen ist nach 52 Minuten, Leinefelde nach 1 Stunde und 18 Minuten und Kassel-Wilhelmshöhe nach 2 Stunden und 23 Minuten erreicht, wobei damit die Fahrzeit bis nach Bad Langensalza, Mühlhausen und Leinefelde trotz des kilometermäßig kürzeren Laufwegs und des entfallenden Richtungswechsels in Gotha länger wird als mit dem RE1. Zum Einsatz kommen hier wie auf dem RE55 bzw. 56 Triebwagen der Baureihe 642 ebenfalls in Einfachtraktion. Da der RE2 zwischen Mühlhausen und Leinefelde zwar öfter als der RE1, jedoch bei weitem nicht überall hält, gibt es darüber hinaus noch die zweistündige RB52 Erfurt-Leinefelde. Sie verlässt Erfurt immer zu Minute 7 der ungeraden Stunde
Damit sie sich bis Kühnhausen mit dem RE55, der auf diesem Abschnitt ebenfalls überall hält, grob zum Stundentakt ergänzt. Darüber hinaus benötigt man bis Bad Langensalza 49 Minuten, bis Mühlhausen 1:08 Minuten und bis Leinefelde 1:33 Minuten, was dann fast eine halbe Stunde mehr als die Fahrzeit des RE1 ist. Der RB52 verkehrt etwa zur Hälfte ebenfalls mit Desiro-Triebwagen, zum anderen aber auch mit Triebwagen der Baureihe 641, auch Walfisch genannt, die nur etwa halb so lang sind und daher nur 70 Sitzplätze besitzen, dafür aber von Montag bis Freitag oft in Doppeltraktion verkehren. Nachdem wir die Züge in Richtung Nordthüringen alle abgehakt haben, schauen wir uns nun die in Fahrtrichtung Süden an. Längste Linie in Südrichtung ist der RE7 nach Würzburg, der, wie so ziemlich alle Linien in Erfurt, im 2-Stunden-Takt verkehrt. Abfahrt in Erfurt hat dieser immer zur Minute 35 der ungeraden Stunde, in der Regel von Gleis 3a. Bis Arnstadt benötigt er 15 Minuten, bis Suhl 46 Minuten, bis Grimmental 57 Minuten, bis Schweinfurt 1:50 Minuten und bis Würzburg 2:20 Minuten. Auch hier wird sich das Prinzip der Neigetechnik zu Nutzen gemacht, sodass wir auch hier einen Einsatz der 612er Triebwagen beobachten können, in der Regel in Doppeltraktion. Der RE7 verkehrt dabei nicht über Meiningen, sondern nur über das nahegelegene Grimmental, wo umgestiegen werden muss. Direkt nach Meiningen gelangt man von Erfurt aus aber auch, nämlich mit der RB44, die ebenfalls alle 2 Stunden verkehrt, sich mit dem RE7 aber nicht ergänzt und so oder so ab Arnstadt alle Unterwegshalte bedient. Abfahrt ist in der Regel zur Minute 2 der ungeraden Stunde von Gleis 6. Arnstadt ist in 16 Minuten, Suhl in 54 Minuten und Meiningen in 1:19 Minuten erreicht. Zum Vergleich, die Verbindung mit dem RE7 einschließlich Umstieg ist 8 Minuten schneller. Im Berufsverkehr wird die RB44 durch den zusätzlich verkehrenden RE50 zum Stundentakt verstärkt, der 5 Halte weniger bedient und 5 Minuten schneller ist. Er verlässt Erfurt um 14:05, 16:05 und 18:05. Bis Arnstadt kommen weitere Linien hinzu. Zum einen die RB23 nach Saalfeld, zum anderen die RB46 nach Ilmenau, die beide im Stundentakt verkehren und bis Arnstadt vereinigt sind. Abfahrt ist in der Regel zur Minute 38 von Gleis 7, was in den Stunden, in denen der RE7 verkehrt, kurz nach diesem ist. Im Gegensatz zu RE7, RB44 und RE50 wird bis Arnstadt überall gehalten und so bis dorthin 20 Minuten benötigt. Nach der dortigen Zugteilung verkehren die vorderen 1 bis 2 Triebwagen als RB23 nach Saalfeld, wobei die Fahrzeit nach Rottenbach 48 Minuten und die nach Saalfeld 1:04 Minuten beträgt. Die hinteren 1 bis 2 Zugteile verkehren als RB46 nach Ilmenau, wo man nach exakt 1 Stunde ankommt. Am Wochenende verkehren die Züge um 8:38, 10:38, 12:38 und 14:38 ab Erfurt weiter bis zum Tourismusbahnhof Rennsteig, wohin man 1:31 Minuten benötigt. Im Berufsverkehr kommen 2-stündige Expresszüge nach Ilmenau der Linie RE45 hinzu, die nur 48 Minuten benötigen und deutlich weniger halten, die einen groben und lückenhaften Halbstundentakt mit der RB46 bilden. Bis Arnstadt verkehren außerhalb des Berufsverkehrs in der Summe je nach Stunde mal nur 1 und mal 3 Züge. Nur im Berufsverkehr, wenn der RE50 zusätzlich verkehrt, kann man von einem ungefähren Halbstundentakt sprechen. Mit Ausnahme des wie angesprochen mit 612ern verkehrenden RE7 trifft man auf allen Linien in Richtung Thüringen Triebwagen der Baureihe 650 in Weiß-Grün, allerdings von 2 verschiedenen Betreibern an. So verkehrt die RB23 im Dienste der Erfurter Bahn, kurz EB, die wir von der RB21 nach Gera bereits kennen. Die Linie RB44, RE45, RB46 und RE50 werden von der Südthüringenbahn, kurz SCB, betrieben, die eine jeweils 50%ige Tochter der EB und der Hessischen Landesbahn, kurz HLB, ist. Dass EB und SCB dabei durchaus kooperieren, erkennt man nicht nur an der ähnlichen Farbgebung,
sondern auch an dem gemeinsamen Zug aus RB23 und RB46, in dem sich beide Unternehmen wiederfinden lassen. Dabei setzen beide Unternehmen Dieseltriebwagen der Baureihe 650 ein, die 70-sitzplätzige Zugteil bieten. Die der EB fallen durch dunkelblaue Sitzpolster und zusätzliche Informationsdisplays auf. Während die der STB hellblaue Sitze besitzen und eben keine zusätzlichen Informationsdisplays aufweisen. In allen Fällen beträgt die Höchstgeschwindigkeit 120 km/h. In der Regel trifft man auf die Linien RB23, RB44 und RB46 Doppeltraktion an, was im gemeinsamen Zug aus RB23 und RB46 zu 4 Zugteilen führt. Die RB21 verkehrt meist mit 3, im Berufsverkehr sogar mit 4 Zugteilen. Nachdem wir uns all diese Züge angesehen haben, können wir noch einen Blick auf die Verknüpfungen in Erfurt werfen. Wie bereits angesprochen, gibt es immer zur halben Stunde den ICE-Knoten. Darauf angepasst besteht zur halben Stunde ein Taktknoten mit den Linien RE2, RE7, RE16, RE17, RB23 und RB46, zu dem Berufsverkehr zusätzlich den RB59 Verstärkern und nur in Richtung Dresden der Linie 50. Hingegen immer zur vollen Stunde treffen sich die Linien RE10, RB20, RB44, RB52, RE55, RE56 und RB49 sowie im Berufsverkehr zusätzlich der RE45 und der RE50. Außerdem besteht nach der vollen Stunde immer Anschluss zum RE1 in Richtung Göttingen und zu den ICE-Sprintern nach Berlin. Damit sind nur die Linien RE1, RE3 und RB21 gen Gera, die ICE-Linie 50 in Richtung Wiesbaden und die Sprinter nach Frankfurt und München in keinen der beiden Knoten eingebunden. Zuletzt sei noch zu nennen, dass durch den Erfurter Hauptbahnhof auch einiges an Güterverkehr rollt. Und damit wäre ich dann auch am Ende dieser Dokumentation angekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.